Wenn ich Gott in meiner Zeitplanung an die erste Stelle setze, funktioniert auch alles andere. Gott wird meine Schlachten schlagen. Es ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Psalm 27, Vers 4 mein Leben von Grund auf verändert hat. Viele Jahre lang suchte ich nur danach, was Gott für mich tun konnte, aber ich suchte nicht Gott selbst. Und das ist ein Unterschied. Es ist nicht in Ordnung, nur zu Gott zu gehen, um der Dinge willen, die man braucht und haben will, und nicht, weil man ihn selbst sucht. Wir müssen Gottes Angesicht suchen, nicht seine Hand. Wenn wir sein Angesicht suchen, wird seine Hand immer offen sein. Wer nur seine Hand sucht, beleidigt ihn. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach suche ich. Diese eine Sache ist von wesentlicher Bedeutung und wichtiger als alles andere. Eines habe ich vom Herrn erbeten, und danach suche ich, danach frage ich, danach verlange ich beharrlich, dass ich im Haus des Herrn in seiner Gegenwart wohnen möge alle Tage meines Lebens, um die Schönheit, die liebliche Anmut und die herrliche Lieblichkeit des Herrn zu sehen und zu bestaunen und in seinem Tempel zu meditieren, nachzudenken und zu forschen. In der Amplified-Bibel ist der Vers ziemlich lang. Hier ist die King-James-Version. Eines wünsche ich mir und danach trachte ich, dass ich alle Tage meines Lebens in deiner Gegenwart wohnen und deine Schönheit sehen möge. Eine Sache. Es ist eine ziemlich lange Geschichte, aber als Gott mir diesen Vers vor Augen hielt, lehrte ich bereits und hatte unser Werk gegründet. Dennoch war ich alles andere als glücklich. Ich war frustriert und kämpfte. Ich las alle Seminarunterlagen, die ich in die Finger bekam, und schrie den Teufel an. Aber der Teufel hatte immer noch die Oberhand. Ich bin so dankbar, dass Gott geduldig mit uns ist und dass er uns lehrt, dass wir wachsen und reifen. Gott begann mir zu zeigen, dass ich zu oberflächlich war. Ich musste tiefer gehen. Ich lebte die meiste Zeit aus eigener Kraft. Ich tat, was ich wollte, dachte und fühlte. Mir fehlte der Tiefgang, um eine wirklich enge Beziehung zu Gott aufzubauen. Wisst ihr, um Gott tatsächlich nah zu sein, müssen wir über unsere Gedanken hinausgehen. Wir müssen über das hinausgehen, was wir wollen und fühlen. Nur weil ihr Gott nicht spürt, wenn ihr betet, bedeutet das nicht, dass er nicht da ist. Wir müssen lernen, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Und wenn der Teufel uns sagt, du spürst Gott nicht, er ist nicht da, müssen wir ihm entgegnen, du bist ein Lügner. Gottes Wort ist wahr. Aber trotz alledem fiel es mir sehr schwer, mir Zeit für Gott zu nehmen. Ähnlich wie bei anderen schien es einfach nicht zu klappen. Ich wollte es, ich hörte Vorträge wie ihr heute, dann ging ich nach Hause und probierte es aus, aber ich schlief dabei ein oder kam morgens nicht aus den Federn. Ich war gelangweilt und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich machte alles durch, was andere auch durchmachen. Schließlich sprach Gott zu meinem Herzen und ich will euch ganz ehrlich berichten, was er mir sagte. Er sagte, du kannst die Dinge, die du tust, nicht weitermachen und dabei überleben, wenn du nicht lernst, mich an die erste Stelle zu setzen. Ich glaube wirklich, dass ich nicht am Leben geblieben wäre. Denn ich kann euch sagen, der Teufel hasst jeden, der versucht, Gutes zu tun. Jeden. Wenn ihr Christ werdet, rollt er nicht den roten Teppich für euch aus. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass ihr mehr Macht habt als er. In Lukas 10, Vers 19 heißt es, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Ihr habt mehr Macht als der Teufel, weil Gott auf eurer Seite ist. Wer von euch glaubt das? Und wie gesagt, Psalm 27, Vers 4 war sehr wichtig für mich. Wenn eine Sache wesentlich ist, bedeutet das, dass ihr ohne sie nicht leben könnt. Ihr schafft es nie ohne sie. Gott gab mir dafür ein Beispiel. Ich hatte einen Onkel, der einen Herzschrittmacher besaß.
Und ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals musste dieser einmal in der Woche aufgeladen werden. Eines Tages rief ich meine Tante und meinen Onkel an und lud sie in ein Restaurant zum Essen ein. Meine Tante sagte, nein, das geht nicht. Dein Onkel muss seinen Herzschrittmacher aufladen, vielleicht ein andermal. Ich sagte, das kann er doch später noch machen. Ich verstand es nicht. Das kann er doch später noch machen. Meine Tante war empört. Nein, das kann er nicht. Er würde sonst sterben. Und Gott sagte zu mir, du musst mich an die erste Stelle setzen und mich mehr suchen als alles andere. Wenn du es versäumst, mir in deiner Zeitplanung den ersten Platz einzuräumen und mich als lebensnotwendig zu betrachten, wirst du sein wie ein Mensch, der seinen Herzschrittmacher nicht rechtzeitig an das Ladegerät anschließt. Ihr müsst euch an eure Kraftquelle anschließen. Manchmal bringe ich bei diesem Thema eine Lampe mit auf die Bühne, aber ich schließe sie nicht an die Steckdose an. Und dann demonstriere ich, wie wir vergeblich versuchen, sie einzuschalten und nicht verstehen, warum das Licht nicht angeht. Wir wechseln die Glühbirne aus, aber sie geht immer noch nicht. Was ist nur los? Nun, die Lampe ist nicht angeschlossen. Bei vielen Menschen rutscht der Stecker aus der Dose und bei manchen ist er gar nicht erst eingesteckt. Sie hören nicht das Richtige und sie lernen nicht das Richtige. Ich will euch sagen, dass es in eurer Beziehung mit Gott gar nicht so sehr darum geht, Regeln und Vorschriften zu befolgen. Natürlich brauchen wir Disziplin und Richtlinien. Aber ich glaube, dass viele Menschen viel mehr Zeit mit Gott verbringen würden, wenn sie nicht so sehr damit beschäftigt wären, sich zu überlegen, was sie während dieser Zeit tun sollen. Es ist mir egal, was ihr tut, geht einfach in einen Raum und verbringt Zeit mit Gott. Lacht, weint, hört Musik, lest, hüpft, schreit, macht ein Nickerchen. Nehmt euch Zeit für Gott, ihr müsst eine Gottgewohnheit entwickeln. Ich bin nicht glücklich und ich habe keinen Frieden, wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe. Meine Ehe leidet darunter, wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe. Unser christliches Werk funktioniert nicht, wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe. Ich bin frustriert, erschöpft und mir fehlt Gottes Kraft. Alles ist schwierig und bereitet mir große Mühe. Aber wenn ich Gott in meiner Zeitplanung an die erste Stelle setze, funktioniert auch alles andere. Gott wird meine Schlachten schlagen. Amen. Gott bat mich, etwas für ihn zu tun. Ich sage nicht, dass ihr das auch tun müsst, aber er bat mich, etwas für ihn zu tun. Er sagte, ich will, dass du mich um keine Sache mehr bittest. Bitte mich um keine Sache mehr, bis ich dir wieder die Erlaubnis dafür gebe. Das Ganze dauerte 6 Monate. Es ist nicht falsch, Gott um Dinge zu bitten, aber ich hatte ein Problem damit. Ich rollte die Sache von hinten auf. Ich suchte nicht zuerst nach dem Reich Gottes, sondern nach den Vorteilen, die es mir brachte. Aber ihr könnt die Vorteile nicht haben, wenn ihr das Reich nicht habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Sucht Gott und ihr werdet empfangen. Ich sage euch etwas. Ihr seid Gottes Kinder. Und wenn er überhaupt jemanden segnen will, dann sind es seine Kinder. Gott interessiert es nicht, wie viel wir haben, solange wir ihm den ersten Platz einräumen. Aber vielen Menschen gelingt das nicht. Wir sind oft so beschäftigt mit den Dingen, die Gott uns gibt, dass wir keine Zeit mehr haben, ihn in unserem Leben an die erste Stelle zu setzen. Es ist ein enormer Aufwand, eine Organisation unserer Größe zu betreiben. Aber ich sage euch etwas, und das sage ich nicht, um anzugeben. Seht es mir bitte nach, ich sage so etwas normalerweise nicht, aber ich bin durch die Hölle gegangen, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Heute habe ich keine Schwierigkeiten mehr damit, aufzustehen und Zeit mit Gott zu verbringen. Ich gehe früh ins Bett und stehe früh auf. Manchmal wache ich um 2 oder 3 Uhr nachts auf und freue mich darüber, dass ich bald aufstehen und Zeit mit Gott verbringen kann. Ich liebe meine Zeit mit Gott, denn sie ist das Fundament für alles andere in meinem Leben. Wenn ihr diese Zeit nicht habt, habt ihr kein Fundament. Aber Joyce, was soll ich in dieser Zeit tun? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich lese oft in der Bibel.
Manchmal mache ich auch ein paar Tage lang etwas anderes. Wisst ihr, bei mir sieht es aus wie in einem Nest. Ich habe viele Bücher. Ich schreibe Briefe an Gott. Ich schreibe gern in mein Tagebuch. Ich schreibe auf, was ich am Tag zuvor erlebt habe und danke Gott. Und manchmal versuche ich einfach, mir alles ins Gedächtnis zu rufen, wofür ich dankbar sein kann. Ich erzähle euch das, weil ich weiß, dass viele von euch nicht wissen, was sie in ihrer Zeit mit Gott anfangen sollen. Ihr müsst nicht tun, was ich tue. Ich will euch nur sagen, dass ihr nichts Hochtrabendes tun müsst. Wenn ihr ein Problem damit habt, euch am Morgen die Zeit zu nehmen, tut es in der Mittagspause. Geht irgendwo hin, esst euer Mittagessen und lest ein wenig, statt mit euren Kollegen zu tratschen. Geht spazieren, redet mit Gott. Gott, ich brauche dich. Wir wissen gar nicht, wie sehr wir Gott brauchen. Wisst ihr, früher betete ich immer, wenn ich verzweifelt war, bis ich feststellte, dass ich eigentlich immer verzweifelt bin. Das war das Problem. Ich war verzweifelt und wusste es nicht. Ich glaubte, ich hätte alles unter Kontrolle. Ich hatte einen Plan und versuchte, Gott davon zu überzeugen. Ich war ein Häufchen Elend. Ich war wie die Person im Buch der Offenbarung, die glaubte, sie hätte alles im Griff. Ich war elend, arm, blind und nackt. Versteht hier irgendjemand, was ich sage? Wisst ihr was? Ihr seid vielleicht jetzt alle erfüllt und sagt, ich werde sofort ab morgen Zeit mit Gott verbringen. Aber so sicher, wie ich hier stehe, werden einige von euch dabei einschlafen. Und manche werden denken, oh Hilfe. Der Teufel wird dafür sorgen, dass es euch überall juckt. Ihr werdet alle paar Sekunden auf die Toilette gehen müssen. Das Telefon wird anfangen zu klingeln. Plötzlich wird euch alles einfallen, woran ihr euch zu anderen Zeiten einfach nicht erinnern konntet. Stimmt das, was ich sage? Nun seht ihr, Mama wird euch etwas erzählen. Ihr müsst sagen, Teufel, ich gebe nicht auf. Es kümmert mich nicht, wie lange ich brauche, diese Gewohnheit zu entwickeln, aber Gott wird in meiner Zeitplanung an erster Stelle stehen. Ich sage euch, selbst wenn ich morgens nur 30 Sekunden mit Gott verbringen könnte, ich würde es nicht wagen, aus dem Haus zu gehen, ohne vorher mit ihm gesprochen zu haben. Das wäre nicht klug. Ich meine, ihr könnt wenigstens sagen, Gott, hilf mir. Lass mich heute überleben. Aber weißt du, wir sind einfach so beschäftigt. Morgen werden wir über das sprechen, was eine enge Beziehung zu Gott verhindert. Ich habe immer noch nicht mit meinem eigentlichen Thema angefangen. Ich weiß nicht einmal, wo ich gerade bin. Okay, seht euch das an. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Gott erlaubte mir in all den Monaten nur, ihn um diese eine Sache zu bitten. Immer wenn ich anfing, Herr, ich brauche, musste ich mich korrigieren und sagen, ich brauche nur dich. Es war, als würde mir eine Grete im Hals stecken, die mich daran erinnerte, ihn um irgendetwas anderes zu bitten. Und dann merkte ich, dass Gott mir Herzenswünsche erfüllte, für die ich gar nicht gebetet hatte. Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Stimmt's? Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voll Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Wann? Wenn mir eine Sache wichtiger ist als alles andere, seine Gegenwart. Mose wusste, wie wichtig die Gegenwart Gottes ist. Er fragte, was soll ich Ihnen sagen, wer mich gesandt hat? Gott sagte, ich werde mit dir sein. Und Mose sagte, wenn du nicht mitgehst, dann sende mich nicht aus. Ich will nicht hierher kommen, wenn Gott nicht da ist.
Diese Verantwortung will ich nicht übernehmen. Wir müssen Gott in unserem Leben haben. Es geht nicht darum, etwas über ihn zu wissen. Wir müssen ihn kennen. Mit einem Glauben aus zweiter Hand kommt ihr nicht durch. Ihr müsst eure eigene Beziehung zu Gott aufbauen. Es spielt keine Rolle, was eure Mutter oder euer Großvater wusste und was euer Ehepartner oder euer Pastor weiß. Was wisst ihr? Wer an dem geheimen Ort des Höchsten wohnt? An einem Ort zu wohnen bedeutet, dort zu leben und zu bleiben und nicht nur am Sonntagmorgen einen Besuch abzustatten. Wer an dem geheimen Ort des Höchsten wohnt, bleibt beständig und sicher im Schatten des Allmächtigen, dessen Macht kein Feind widerstehen kann. Für mich hört sich das an nach geistlichem Kampf. Gott wird meine Schlachten schlagen, ich verbringe Zeit mit ihm und er schlägt meine Schlachten. Ist das nicht großartig? Das ist, als würde ich ein Marmeladenglas nicht öffnen können und es einfach zu Dave bringen. Für ihn ist das kein Problem. Verbringt Zeit mit Gott und liebt ihn einfach, liebt ihn. Ich sage nicht, dass ihr dann nie wieder Probleme haben werdet, aber lasst euch davon nicht unterkriegen. Eines ist sicher, könnte Gott sie nicht lösen, würde es euch erst recht nicht gelingen. Psalm 31, Vers 21. Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Das bedeutet, wenn ihr euch bei Gott bergt, können euch die Dinge, die die Leute über euch sagen, nichts anhaben. Gott wird euch vor den bösen Worten, die sie sagen, beschützen. Keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, soll es gelingen. Jede Zunge, die vor Gericht gegen mich aufsteht, werde ich widerlegen. Ist das nicht wunderbar? Okay, hört mir jetzt ein paar Minuten zu. Warum sind manche Menschen Gott näher als andere? Es ist offensichtlich, dass manche Menschen eine engere Beziehung zu Gott haben als andere. Sie sind sehr vertraut mit ihm. Sie reden über Gott, als würden sie ihn kennen, als würde sich zwischen ihnen und Gott etwas ganz Persönliches abspielen. Sie sprechen von ihm als ihrem Freund. Warum ist das nicht bei allen so? Hat Gott Lieblingskinder? Sieht Gott die Person an? Die Bibel und unsere Erfahrung lehren uns, dass wir es sind, die das Maß unserer Vertrautheit mit Gott bestimmen, nicht er. Lasst uns einen Moment über Jesus nachdenken. Er sandte 70 Jünger aus, jeweils zu zweit, um zu heilen, zu lehren und Dämonen auszutreiben. Und 12 von ihnen erwählte er sich als engere Vertraute. Mit 3 von den 12, Petrus, Jakobus und Johannes, teilte er besondere Situationen und Umstände. Es scheint, als hätte er ihnen mehr vertraut. Sie müssen beständiger, reifer gewesen sein. Und von diesen 3 war ihm Johannes am nächsten. In diesem Moment ist jeder Mensch in diesem Raum Gott so nahe, wie er es sein will. Seht ihr, ich habe euch ja gesagt, dass euch das nicht gefallen wird. Das gilt für jeden Menschen hier und für jeden, der die Sendung im Fernsehen sieht. Es sei denn, ihr habt wirklich noch nie etwas von einer persönlichen Beziehung zu Gott gehört. In meinem Leben gab es ebenfalls eine Zeit, in der ich nicht wusste, dass es so etwas überhaupt gibt. Wenn es euch auch so geht, geben wir euch heute eine Freikarte. Nun könnt ihr nicht mehr sagen, dass ihr es nicht wusstet. Aber jeder, der weiß, was die Bibel sagt, ob ihr nun in diesem Raum seid oder irgendwo auf der Welt vor dem Fernsehapparat, ist Gott so nah, wie er es sein will.
Lasst mich euch etwas sagen. Eines der größten Probleme in unserer heutigen Gesellschaft ist es, dass die Menschen keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Aber wir müssen Verantwortung für unser Leben und unsere Beziehung mit Gott übernehmen. Gott hat keine Lieblingskinder. Die Verheißungen Gottes gelten allen. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Noch ein paar Punkte, dann komme ich zum Schluss. Ihr kennt die Geschichte von Maria und Martha. Jesus kommt in ihr Haus und Maria setzt sich sofort zu seinen Füßen nieder. Martha arbeitet weiter. Sie wird nervös. Und schließlich wird sie ärgerlich auf Maria. Muss ich denn hier die ganze Arbeit machen? Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Es gibt eine Zeit zum Arbeiten. Es gibt eine Zeit, Gott zu preisen. Wir werden noch über Prioritäten sprechen, über Ausgewogenheit und darüber, die eigenen Prioritäten in die richtige Reihenfolge zu bringen. Niemand soll sich bei diesem Thema schlecht fühlen. Ihr müsst nur eure Prioritäten neu ordnen und einiges über Bord werfen, das keine Frucht bringt. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr plötzlich jede Menge Zeit für Gott habt. Viele von euch sind so beschäftigt mit Dingen, von denen sie gar nicht wissen, warum sie sie tun. Ihr mögt sie nicht, ihr hasst sie. Sie machen euch unglücklich, aber ihr tut sie trotzdem. Denkt einmal einen Moment über das Folgende nach. Wir sehen verschiedene Stufen der Vertrautheit in der Bibel. Die 70, die 12, die 3, der eine. Dasselbe sehen wir bei Mose, als er die 10 Gebote bekam. Gott sagte, heilige das Volk und in 3 Tagen werde ich kommen. Bringe sie an den Fuß des Bergs, aber ziehe eine Grenze um den Berg und sieh zu, dass sie ihn nicht berühren, denn jeder, der ihn berührt, muss sterben. Die Menschen durften also nur an den Fuß des Berges herantreten. Sie durften ihn nicht einmal berühren, denn Gott würde auf den Berg herabkommen. Gott ist heilig, und sie waren noch so unreif, dass es sie getötet hätte, wenn sie mit Gottes Heiligkeit in Berührung gekommen wären. Aber Gott sei Dank hat uns das Blut Jesu ihm nahegebracht. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr keine Zeit mit Gott verbringt. Aber ihr werdet auch keine enge Beziehung zu ihm aufbauen. Tut ihr nicht, was ich euch sage, glaube ich, dass ihr trotzdem in den Himmel kommt. Wenn ihr von Herzen glaubt, dass Jesus euer Retter ist, wenn ihr wirklich an die Gnade Gottes glaubt und wisst, dass Jesus für eure Sünden gestorben ist, kommt ihr sicherlich trotzdem in den Himmel. Natürlich könnt ihr kein sündhaftes Leben leben und euch ständig herausreden, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr nette Menschen seid. Ihr raubt keine Banken aus, ihr stehlt nicht und bringt niemanden um. Aber solltet ihr sagen, ich kann das einfach nicht, ich werde das nicht tun, werden wir uns vermutlich im Himmel wiedersehen, aber ich kann euch sagen, dass ihr bis dahin unglücklich sein werdet. Ich meine, wirklich unglücklich. Ihr werdet den größten Teil des Lebens, das Gott für euch vorgesehen hat, verpassen, weil er geistlichen Babys keine Kraft geben kann. Ihr würdet eurem 3-Jährigen ja auch nicht eure Autoschlüssel geben, oder? Und weil Gott uns liebt, wird er uns auch nichts geben, wofür wir nicht reif genug sind und womit wir nicht umgehen können. Gott hielt diese Menschen nicht von dem Berg fern, weil er sie nicht liebte oder weil er Mose mehr liebte als sie. Er wollte nicht, dass sie verletzt würden. Ihr fragt, aber warum konnten sie nicht näher kommen? Nun, einige Kapitel später, im 2. Buch Mose, sehen wir, dass sie diejenigen waren, die sich ein goldenes Kalb gossen und es anbeteten, als Mose nicht schnell genug zu ihnen zurückkam. Wir sehen aber, dass Gott 75 Männer auswählte, die höher auf den Berg hinaufsteigen durften, 70 Älteste, 3 weitere Männer, sowie Mose und Josua. Dort wurde ihnen die Gegenwart Gottes offenbart.
Doch dann sagte Gott, nur Mose darf bis zum Gipfel hinaufsteigen. Ist hier jemand, der auch bis zum Gipfel gehen will? Ihr könnt auch außerhalb der Grenze am Fuß des Berges herumhängen. Das wird nicht sehr lustig sein. Ihr könnt das goldene Kalb anbeten. Das tun heute viele Menschen. Vielleicht sagt ihr, nein, das will ich nicht tun, ich will ein Stück weitergehen. Ja, ich will mit Gott weitergehen. Vielleicht könnt ihr dann einer der 70 sein, die den Berg ein wenig weiter hinaufgehen. Gott offenbarte sich ihnen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch all diese Bibelstellen vorzulesen. Aber es muss wunderbar gewesen sein, was sie sahen. Sie sahen, der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir. Als sie das sahen, dachten sie wahrscheinlich, wow, hier will ich bleiben. Wer muss da noch weitergehen? Gott kam auf den Berg herab und Mose ging hinein in die Wolke. Er sprach mit Gott wie mit einem Freund. Wer will auf den Berggipfel gehen? Denken Sie daran, Gott wartet darauf, dass wir uns entscheiden, wie vertraut wir mit ihm sein wollen. Je näher wir Gott sind, umso erfüllter wird unser Leben sein. Heute sind wir gerade in Thailand. Und dieser Junge hier, Somdet, hat einige tragische Dinge erleben müssen. Aber Gott sei Dank kann er jetzt in diesem Kinderheim leben und seine Zukunft sieht wieder rosiger aus. Seine Eltern sind beide bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er 6 war. Und als er gefunden und hierher gebracht wurde, litt er an einer schweren Ohrenentzündung, die einen Hörschaden und viele andere Probleme mit sich brachte. Nach einer 2-jährigen Behandlung kann er jetzt wieder gut hören. Also vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen, Somdet und anderen Jungen und Mädchen auf der ganzen Welt ein Zuhause zu geben. Empfinden Sie Ihr Leben als kompliziert und sind deshalb frustriert, verwirrt und erschöpft? In 100 Dinge, die das Leben leichter machen, erklärt Joyce Meyer, wie man Stressfaktoren reduzieren kann, um das Leben wirklich zu genießen. Bestellen Sie dieses lebensnahe Buch jetzt unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.